das großartig, was Sie hier veranstalten. Und schlussendlich die vierte der Haupttugend, das ist die Maßhaltung. Natürlich lebt unsere Wirtschaft davon, dass jeder mehr haben will. Das ist auch ganz in Ordnung. Aber manches wird angestrebt, um mehr darzustellen, als man in Wirklichkeit ist. Um in seiner Umgebung einen entsprechenden Eindruck zu machen. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist sehr befreiend, sich von Statussymbolen unabhängig zu machen. Zum Beispiel, wie ich IHK-Präsident war, wenn ein Staatsempfang war, die Herrschaft mit großen Autos und Chauffeuren vorgefahren sind, bin ich mit dem Fahrrad gekommen. Bis jetzt beim Themenkreis 5 Lobbyismus auch super interessant, hochaktuell. Ich bin immer wieder ganz begeistert, bin ja das zweite Mal hier, war schon 2009 hier. Die Organisation ist ganz, ganz klasse, die Studenten sind total engagiert und ich komme jedes Mal gerne wieder hier hin, weil es einfach klasse organisiert ist und wie gesagt auch das Interesse der Studenten an den Themenfeldern, auch das Engagement nachher in der Diskussion ist einfach ganz, ganz klasse. Wir schätzen vor allem das Engagement der Studenten. Also man sieht hier wirklich, dass da pfiffige Köpfe hinterstehen, die das Ganze organisieren und auch betreuen. Und das ist natürlich auch für einen global agierenden Konzern interessant, die Leute dann letztendlich persönlich kennenzulernen und dann gegebenenfalls auch näher an den Unternehmen zu kommen. Von der Audi AG. Ich habe einen Vortrag gehalten heute zum Thema Marke und bin ganz begeistert von den Studierenden, weil wir haben im Prinzip eine ganze Stunde damit verbracht, Frage- und Antwortspiel zu spielen, was mir zeigt, dass die Studenten super interessiert sind und ich finde das Ganze hier eine super Initiative, die Wirtschaft mit Studenten zu mischen und top organisiert hier im Schloss. Auf jeden Fall eine Veranstaltung, die man weiterempfehlen kann. Das Symposium ist wie immer super gut organisiert. Es macht großen Spaß, die Leute kennenzulernen. Man hat interessante Gespräche, die man führen kann. Sehr gut, vor allen Dingen der erste Redner hat mich sehr beeindruckt, also der Herr Hipp, fand ich einen sehr interessanten Vortrag und er hat ja jetzt nicht über Trends geredet, sondern nochmal einen anderen Einblick in Tradition und heutige Anforderungen gegeben, das fand ich sehr gut und auch der Themenkreis scheint interessant zu sein von allem, was wir bisher gehört haben. Das Wahnsinn, was hier auf die Beine gestellt wurde, in der Größe mit den Menschen, die alle sehr engagiert dabei sind. Also mir fehlen so ein bisschen die Worte, aber ich finde das echt super, dass sich junge Menschen damit auseinandersetzen, was passiert und das für ihren Lebensweg nutzen können. Wir Studenten da waren, also dass das Interesse hier so groß ist. Natürlich ein großes Lob an die Organisatoren, so ein spannendes Programm zusammenzustellen und auch natürlich ein Lob an die Studenten, dass sie ja auch heute den ganzen Tag Uni sausen lassen, auch weil das sicherlich mal eine spannende Abwechslung ist. War eine sehr interessante Veranstaltung, muss ich sagen. Hochkarätige Referenten. Man hat auch außerhalb der Themenkreise interessante Leute getroffen. Interesse seitens der Studierenden war sehr rege und sehr lebhaft, muss ich sagen. Und insgesamt hat mir der Tag gut gefallen. Den kurzen Eindruck, den ich habe, der ist wirklich grandios. Macht einen heiden Spaß, mal wieder auf dem Campus zu sein und ein paar Studenten zu treffen und auch durchaus in den Dialog zu treten. Und Organisation, soweit ich es feststellen kann, der ganze Rahmen wirklich einwandfrei.
wieder wie jedes Jahr ganz toll. Ich bin immer begeistert über unsere Studierenden, dass sie wieder so etwas Tolles auf die Beine gestellt haben. Das Engagement und diese Professionalität, die die Studenten zeigen. Auch dieses Jahr das Thema wieder ganz toll, spannende Themen dabei. Also gefällt mir wie jedes Jahr eigentlich sehr gut.